Energie ist überall, auch wenn man sich manchmal etwas anstrengen muss, um sie zu bekommen. Umso interessanter ist es dann, wenn man direkt sehen kann, was mit der Energie passiert. Genau aus diesem Grund ist auch die Idee zum Energieparcours der Edith-Stein-Realschule aus Alzenau entstanden. Die Kinder müssen lernen, dass es nicht so schlimm ist mit erneuerbaren Energien, wie es uns immer weiß gemacht wird. Es funktioniert wunderbar. Und wenn man das dann mal selber ausprobiert hat, dass man ein Wasserrad mit einem Generator verbindet und man hat dann Strom, das ist eine super Erkenntnis. Und man sieht, ey, das geht ja, das ist ja super. Und es ist viel einfacher, als es eigentlich ausschaut. Bereits 2012 startete das Projekt Energieparcours, auch wenn damals noch gar nicht klar war, was genau daraus werden würde. So haben wir dann geplant. Vieles haben wir verbohrt, auch manches verschnitten. Und dann sind wir auf 5 Stationen gekommen. Es war praktisch so, dass das Kondensat dieser ganzen Überlegungen, und die haben wir dann verwirklicht. Heute präsentiert sich der Parcours in seiner ganzen Pracht auf dem Gelände der Gartenschau in Alzenau. Die Besucher können sich hier zu den Themen Wind-, Sonnen- und Wasserkraft informieren. Zudem erfährt man Interessantes in Sachen Energiesparen. Die Reaktionen der Besucher sind durchwegs positiv, und so hat sich der Energieparcours auch bereits vielerorts herumgesprochen. Auch für die an dem Projekt beteiligten Schüler bietet der Parcours eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. Denn neben der ganzen Theorie im Klassenzimmer konnten sie hier auch viel Praktisches dazulernen. Sogar Führungen für andere Schulklassen oder interessierte Gruppen werden von den Schülern angeboten. Wenn die Gartenschau im August dann ihre Pforten schließt, wird auch der Energieparcours wieder zurückgebaut. Doch da das Thema Energie und Ressourcen im Lehrplan immer wieder auftaucht, werden einige Elemente wie beispielsweise das Windrad auf dem Schulgelände einen neuen Platz und sicherlich auch eine neue Aufgabe finden.